Ja, da vorne fährt ein Hunter. Zwei Hunter. Wenn sie den schon rausholen, dann bedeutet das bloß Abspalt. Sind sie neutral? Ich muss eh tanken. Wenn die Bullen kommen, denkt dran, Leute. Packt die Waffe ins Auto, da geh niemals rein. Ich will erstmal tanken. Wann kannst du eigentlich einen Waffenschein? Oh, das fällt mir gerade auch auf, ne? Das heißt, der Revolver ist auch illegal. Das ist der Goldfingers Revolver, was ist denn los mit dir? Das hat bestimmt auch kein Waffenschneider sein, ne? Ja klar, Willi, sobald du einen tötest, verlierst du den. Ja. Ich bin immer so. Ich hab aber nie einen getötet. Du? Nee, Willi. Vielleicht mal, habt ihr eine Pistole oder so? Oder habt ihr eine Langwaffe? Vor allem für heute vor. Boah, geht ja nie auf. Ich bin. Boah. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Guten Tag. Einmal aussteigen bitte und Hände auf den Kofferraum. Ich hab keinen Kofferraum. Okay, ja. Ah. Hände auf den Kofferraum, gell? Ja. So, stell mich an den Kofferraum. Ja, in den Kofferraum und Hände hinter Kofferraum. So, Hände hinter Kofferraum. Ja, Hände hinter Kofferraum hier, Moment. Alle an Kofferraum dran stehen. So, wir legen jetzt mal alle Anschein aus. An, weil wir hier eine Ausnahmesituation haben, wegen kriminellen Aktivitäten. Gibt's alles? Alle fallen, stehen bleiben, Beine spreizen. Nehmen Sie mal die Hände hoch. Ich bin sauber. Gerne, ich zeige Ihnen gerne meinen Ausweis. Ich guck den Kofferraum an. Aber warte, ich zeig dir durch den Kofferraum. Siehst du mich? Ja, ich sehe sie. Hier, mein Ausweis. Hallo. Haben Sie mal her. Echter Mann gesucht, zweimal Auto im Stall und einmal. Ja, kann ich erklären. Den Autodiebstahl kann ich erklären. Zweimal versuchter Autodiebstahl und einmal Autodiebstahl. Da kann ich erklären, mein Sohn. Hey, hallo? Sprechen Sie mit mir, Herr... Ja, ich spreche mit Ihnen jetzt. Ah, geiles Geben Sie mir freiwillig den Schlüssel für den Escalator, damit ich den aufhören. Geh, rück Sie einer ab, ne? Der Herr, darf ich Sie was fragen? Aber was gibt es denn für Probleme hier in dieser Kurve? Jedes Mal, wenn ich nachlehrt. Ja, geil. Du knackst mich aus Auto. SDK-Beamter, können Sie mir mal hier den Ausweis zeigen? Herr Justus, der knackt unsere Karre einfach. Was ist denn hier los? Weil ich die Hände oben hab, kann ich da nichts sehen. Herr Justus, Herr Justus. Können Sie mir Ihren Namen sagen, Ihren Nachnamen? Ich bin der Kampfler. SDK-Leitung, Janis. Herr Justus, gucken Sie mal dein... Ganz hoch. Ja, mich dürfen Sie durchsuchen, ich stehe auf Ihr Waffenzaun. Herr Justus, guck mal, der bricht unser Auto auf. Was haben wir denn verbrochen, der? Was ist ein Bann? Hallo, was ist ein Bann? Hä? Warte mal, was hast du gesagt? Was ist ein... Weiß nicht. Was Bann?
Haben wir alles weggenommen, die Schweine? Ja, ja. Entschuldigung. Sag's, ne? Kann ja nicht mal gutes Essen geben, ne? Ein Jailbus, oder? Hammer, ja. Ja, ist ja auch kein Urlaub, ne? Hä? Ist ja auch kein Urlaub, ne? Warte, im Jailbus sitzen? Ja, wir sitzen in einem 4A, hier auf 5, oder? Nochmal Massenauflauf, ist ne? Und alles, was da rumlief, und Deutsch und Deutsch, haben die Farbe. Alles Drecks lassen, so. Ach, schön. Ich hab ihn jetzt geschrieben, die kommt dann wohl keine Lust auf den Scheiß und den hat dann meine, wenn ihr noch was, wenn ihr noch so was. Ich hab ihn geschrieben, dass der, das so die Sache wird. Ich verstehe nicht, was. Okay. Ich verstehe die Sprache nicht. Ist aber auch Stress. Ist mir scheißegal, wenn ich gebannt werde. Wenn die keine MP kann, dann sollen sie das Kopf sein aufhören, Mann. Wenn die nicht spielen kann, dann können sie nicht spielen lassen. Ganz ehrlich, ja, aber wir sind schon in Risikogruppe, aber die kommen zu 30 Stück, Mann. Guck dir deren Panzerung mal, wir brauchen 12 Schüsse, um einen Kopf zu killen. Und dann schaffen die es nicht, uns zu killen, Mann. Was ist das denn für eine Scheiße? Dann meckern die bei den Abwehrs, bla bla bla, oh, Mann. Bla bla bla. Ja, also weiß ich nicht, also. Wunderschönen Tag. Allgemeine Personenkontrolle. Schon wieder, wir sind da gerade vor 5 Minuten, jetzt sieht man so schon. Ja, ich muss mal kurz telefonieren. Warte mal. Ich muss nur kurz mein Handy holen, daher. Okay, meine Personalie. Darf ich das oder darf ich das schon nicht mehr? Ich setze mich nur kurz auf den Hintersitz und gucke, wo dann meine Personalien sind. Ja, kein Problem, ich hab nur meinen Personalausweis geholt. So, der Herr. Haben Sie meinen Personalausweis? Nein. Schön. Moment. Der Herr Joker, ne? Genau, der Herr. Der bin ich. Oh, direkt mal. Joker. Gegen Sie liegt, nichts vor, das ist gut und deshalb lasse ich Sie auch damit mal gehen. Ich muss mich kurz darum kümmern, was mein Kollege sagt. Danke, der Herr. Ja, eben! Ja, die haben wohl Ausnahmezustand, deswegen fahren die nur noch mit Handschuhen rum und jeder, der eine Waffe hat, kommt in den Knast. Ja, aber der Herr, haben Sie das auch mit. Haben Sie auch mitbekommen, damit vorhin drei Gruppierungen ungefähr 50 Mann mit ungefähr 10 Huntern nur auf Cops losgegangen sind? Wie viele Mann sollen das gewesen sein? Ungefähr 40 bis 50 Mann. Möchte ich sagen, wie viele es waren? Ich war nämlich einer von denen. Es waren 20, nicht mal. Gegen 30 Cops. Panzer-Cops. Ja, aber das war am Zeit. Sollte doch normalerweise, sag ich mal so. Warte mal, ist gerade so laut? Hier nochmal was? Darstellen. Die Polizei sollte den auch die Geschwindigkeit darstellen. Warum lachen wir die denn? Ja, weil es Sachen gibt, die wir nicht in Ordnung finden. Da wollten wir ein RP anfangen und die Cops haben uns verkackt und dann ist es zu einer Schießerei gekommen. Ganz einfach. Ach, und was heißt verkackt? Ja, die Cops haben eigentlich. Du musst dir mal vorstellen, die Cops haben ihre eigene Geisel erschossen. Die haben den Kopf als Geisel gehabt und die haben die Cops erschossen. Okay. Damit haben sie es verkackt. Das hat ein Admin alles gesehen, hat uns auch gesagt, ja, das war alles regelkonform, pipapo. Und jetzt kommt ein anderer Admin und sagt, wenn wir nochmal sowas machen, werden gebannt. Weil es ja angeblich Cop-Hunting war, was wir gar nicht vorhatten. Wir wollten ganz normales RP machen. Ja. Zeigen, weil die Cops dominieren ja momentan, ne? Hat man ja gesehen, SAF hat die ja damals vernichtet. Dann wurden die Cops ja geputzt. Oh ja, Justus, die. War mal leider, wo ist der Bulle? Und dann wollten die schwatzen ja in Fohles, ja. Und ja, super, dann haben die Cops jetzt, gemeckert, wohl bei den Admins. Wo sind die Bullen? Keine Ahnung, ich hab die auf jeden Fall, ich hab die verarscht, Alter. Wo ist deine Mecker? Ich weiß nicht, wo
Auto. Ich hab gesagt, ich muss nur kurz im Personal ausweisen. Dann hab ich auf Rücksitz gegangen, hab alles ins Auto reingeklickt, schnell. Ist offen. Ist nicht. Zu. Dann war ich tot, ne, und hab mitgehört, wie die Cops die bei uns abgelästert haben, dass wir noch die 7,62 hätten, obwohl wir allesamt die 5,56er hatten, ne, die neue. Weil wir extra keine teuren Waffen mitgenommen haben. Ja, aber ich hab gehört, manche probieren sollen noch die fetten Waffen in den Häusern haben, ne? Das war auch vergessen. Naja, ich hab auch noch eine, aber ich hab da keine Munition mehr. Ne? Naja, AKs, ich weiß nicht, es ist halt 7,62, ne? Ja, du hast keine Chance dagegen. Wenn du Bulle bist, ne? Instant weg, egal was da steht. Und ich hab ja auch noch, ich darf das jetzt nicht sagen, Wäldchen Umlauf, weißt du? Und dann ich hab auch nur noch eine, aber da ist keine Munition mehr für die, deswegen beschmeiß ich die, weil es wohl der Kühlschrank. Ja, aber da wirklich, da hat kein Kopf eine Chance, egal was da kommt. Na gut, aber jetzt sind die Cops gegen die Zivis ziemlich OP. Dann flamen sie so rum, wenn sie mit 5,56er Waffen umgelegt werden, weißt du? Ja, weißt du, was denn heute dein Argus passiert ist da? Warum der alle sich in die Fresse hauen wollten, die Zivis und die Cops oder was? Ich hab ganz nicht mitbekommen, ey. Ach, die Cops sind da total, nach dem Fight sind die Cops total ausgerastet und meinten, ja, wir brauchen eine Pony, bla bla, weißt du? Ach. Obwohl die Cops eigentlich schon OP sind, aber wir können ja nichts dafür, wenn die nicht schießen können, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Es war ein Cop da, ich glaube, das war der Peter Smith, der konnte schießen, der hat auch 2-3 von uns weggeholt. Ja. Aber der Rest hat total verkackt, weißt du? Und dann werden wir beschuldigt, dass wir nur Scheiße gebaut hätten, dass wir nur Cops töten wollten, was eigentlich an sich gar nicht stimmt, weil die haben ihre Geisel getötet. Okay. Ich meine, ich gebe zu, wir haben den ersten getötet, aber erst nach... Er wurde vorgewarnt, er solle sich verpissen, hat er nicht getan nach 2 Minuten. Wir haben echt 2 Minuten aufgewartet, dass er sich verpisst, hat er nicht getan. Hab ich ihm gegeben, ne? Ja. Dann erschießen die ihre eigene Geisel. Alles frisch gemacht, oder? Ich weiß nicht. Und wenn wir sowas jetzt noch einmal machen sollten, werden wir gebannt. Obwohl ein anderer Admin das alles überwacht hat und gesagt hat, das war alles regelkonform. Aha, ja, vielleicht geht es ja nicht um die Regel, dass ich mir so fett auf die Fresse gehauen habe, weißt du? Ah, mein Gott, Alter, dann sollte die Polizei mit vernünftig ausgebildet werden. Ich meine, die haben schon OP-Westen und alles, das haben wir nicht. Wir sind mit 1-2 Schuss tot, die Kopf brauchen 10. Okay, so heftig. Ja, ich habe erst nach 14 Schüsse auf den abgegeben und im 8. oder 9. ist er abgefallen. Was? Ja. Ich habe das Magazin drauf gesprayt. An 5,56 oder was? Ja. Aber heftig. Ach, das ist heftig. Das ist richtig okay. Alter, ich bin daran gewohnt, mit maximal 3-4 Schuss jemanden zu killen. Und dann ein halbes Magazin auf den zu halten, mit Einzelschuss, ne? Ja. Das ist echt hart, Alter. Ja, das ist, ja, das darfst du nicht vergessen, ne? Es wird sich auch beschwert, dass hier die AKMS-Profi wäre auf der Seite, ne? Ja. Es ist halt nicht für die Polizei, weißt du, ich finde das selber scheiße, aber weißt du, wenn du da koppelst und nicht kennst und das fette Waffen wecken, das ist auch interessant. Aber stell dich mal ganz im Ernst, momentan passiert doch mehr das SEK, ist kaputt als andersrum, sagen wir mal ehrlich. Das SEK ist doch momentan überall, Alter. Ja, aber pass auf, das SEK ist ja nur dafür da, wenn es nicht mehr anders geht, wenn es voll auf Presse geht. Ja, also, aber die sind auch bei Kleinigkeiten da, wir hatten das schon, als wir beim Tankstellenraub dabei waren. Sind die direkt in den Golfstock gekommen und alles? Nee, ist dein Ernst, oder? Ach, oder wir hatten Zubehör. Da hinten, aber auf jeden Fall zum Beispiel waren wir beim Waffenzubehör. Da waren wir beim Waffenzubehör und dann kommt das SEK auf einmal um die Ecke. Richtig krass, Mann.
Die sind halt immer überall. Ja. Ja, dann ist es natürlich ein kleines No-Go, das ist gar nicht, ne? Dafür ist normalerweise so eine starke Politik, das ist zuständig, weißt du? Ja, vor allem wollen was zu tun haben, weißt du? Ist ja aber okay. Keiner macht die Bank, weil die Regeln so krass gemacht wurden, dass man da nicht mehr rauskommt, weißt du, wenn du da reingehst. Und dann wundern sie sich, warum keiner mehr die Bank macht und das SDK nichts mehr zu tun hat. Und dann ist das SDK einfach überall. Warum? Weil die Kopf ihre eigene fucking Geisel mehr schießen. Ich hatte schon so viel RP mit